Rico Lüking, frisch mit der PMU fusioniert und im Tagesgeschäft angekommen. Sie haben heute ein bisschen, ich weiß nicht, sagen, soll man es Kritik sagen oder Anregungen mit auf den Weg gekriegt, was gewünscht ist. Wie haben Sie sich gefühlt oben auf der Bühne? Beides. Also Kritik, Anregungen. Ich arbeite lange genug im Sport, ich kann da sehr gut mit umgehen. Die Leute haben ja recht. Also unsere Bilder sind natürlich zurzeit Wettannahmestellenbilder. Diese Wettannahmestellenbilder müssen wir natürlich aufpolieren und dort mehr draus machen, um auch einem neuen Kunden das Pferderennen etwas schmackhafter zu machen. Die Besitzer sind natürlich auch immer verschieden, welche Rennen sie jetzt gerade als wichtige Rennen erkennen. Meistens die, in denen sie selber Starter haben, während der Wetter eben jedes Rennen als wichtig ansieht, in dem man eine Wette abgeben kann. Ich glaube, die größere Kritik ist auch gar nicht das Hin- und Herschalten oder dass vielleicht nicht die Siegerehrung gezeigt wird, wenn man denn dann nach dem Umschalten was anderes sehen würde. Und nicht einen Parkplatz, eine weiße Wand oder abbruchreife Gebäude. Von daher, die Kritik kann ich verstehen. Die daran arbeiten Sie. Und daran arbeiten wir, genau. Sie haben jetzt ja ein paar Franzosen nach Deutschland dazu bekommen. Was hat sich noch alles getan? Wie läuft die Zusammenarbeit, das gegenseitige Beschnuppern, Kennenlernen und auch vor allem Strategien ausarbeiten? Zusammenarbeit läuft sehr gut. Wir haben riesige Chancen, von dem großen Know-how der Franzosen daraus die Früchte zu ziehen. Sie haben eine riesen Marketingabteilung. Sie haben eine Abteilung mit Ideen, eine riesige IT-Abteilung. Und das ist im Moment gerade eigentlich unsere vorrangigste Aufgabe, dass wir unsere entsprechenden Leute, die wir haben, die wenigen, mit den vielen Leuten in Frankreich in Kontakt bringen, denen erläutern, was wir benötigen, um dann eben von dem Know-how der Franzosen auch zu profitieren. Die PMU hat natürlich nicht in den deutschen Markt investiert, um einfach Geld in den Markt zu schmeißen, sondern sie möchten eben auch gesichert planen und auch nur sinnvolle Projekte anstoßen. Ein Thema ist natürlich ein besserer Fernsehkanal. Der Arbeitstitel ist Equidia Germany. Wir können nicht den gleichen Aufwand treiben wie Equidia. Was wir aber können ist, wir können die Qualität steigern, einmal in der Produktion auf der Rennbahn, aber auch in der Qualität der Hintereinanderreihung von Rennen mit deutlich mehr Inhalten, mit eben nicht nur den deutschen Rennen, sondern die Kombination zwischen deutschen Rennen, französischen Rennen, weiteren international wichtigen Rennen. Wir versuchen auch gemeinsam mit den Franzosen neue Wettprodukte zu entwickeln, erstmal zu eruieren, wo die Reise hingehen könnte.